Hey ho, meine Lieben! Es gibt ein neues Grillschanki unterwegs Video. Und zwar halte ich dieses Mal das Mikrofon total zu. Ich habe meine Minicam dabei, den Mini-Pringel, wie der Johnny damals so schön gesagt hat. Ja, mit der filme ich das Wochenende. Wir fahren zum Lunzer Seminar zur Grillshow. Vorher geht es noch beim Björn vorbei, morgen mit dem Björn ja, zum Seminar und dann wieder zurück und dann übermorgen wieder komplett nach Hause. Ja, schau mal, dass ich das alles festhalte. Mitnehmen tue ich den hier. Ja, und fahren wir dann mal los. Also ob jetzt hier alle Aufnahmen hundertprozentig sind, keine Ahnung, ich habe das Display nicht angesteckt. Das ist noch hier in der Tasche drin. Ja, das habe ich am Handgelenk, das wisst ihr ja. Gut, und ich lade jetzt das Auto fertig und dann schieße ich los. Ja, Leute. 5,5 Stunden für 500 Kilometer. Bei weitem nicht so schön gelaufen wie das letzte Mal. Ich muss blinken. Oh. Aber ich kann endlich in die Ausfahrt reinfahren. Hab noch 3,4 Kilometer. Sprich, ich bin eigentlich schon da. Endlich. Das letzte Stück war eine Tortur. Scheiß A45, sage ich bloß. Unglaublich. Gut, wir sehen uns wieder, wenn ich komplett angekommen bin. So, dann werden wir da noch ein bisschen kurz nachlaufen lassen und ja, dann gehen wir rein. Und du alte Hütte, ich habe gehört, du hast hier schon Haferschl rausgerissen, weil du so Sehnsucht nach mir hast. Genau! Dreh dich mal um. Was hast denn du angestellt? Ich rege mich hier über ganz weg auf im Moment. Das ist alles. Aber erstmal freut es mich, dass du hier bist. So, Freunde, jetzt gibt es noch ein ja, kleines Vorvideo. Der Björn macht heute was Leckeres. Und da feuert er die Tonne an. Okay. Stopp, Björn. Hast du auch so eine Sprühflasche organisiert? Ja, die gute. Vom holländischen Billigmarkt. Vom holländischen Billigmarkt. Aber es ist wirklich praktisch sowas, oder? Das stimmt. Besser wie die Flasche in der Hand zu nehmen. Gut. Naja, so langsam wird's ja. Was stimmt mit dem Hund nicht? Ja, der knabbert an der Zucchini rum. Ja, lass das schmecken. Das ist ein Veggie-Hund. So, Leute. Hier haben wir die komplette Übersicht. Es gibt ein bisschen Gemüse, gestiftete, Kohlrabi. Kohlrabi, Mensch. Ja, weil die Zucchini sind nicht gestiftet. Ja. Würstchen für die Kids. Was haben wir da für ein Fleisch? Ein Bavette, glaube ich. Und das Ganze kommt dann auf die Feuerplatte. Nein! Schwupps, so einfach geht es. Man hat schöne Stifte. Nochmal. Ups. Ja. Ja. Die schmeißen wir dann weg. Ups. Die anderen. Ups. Björn? Micha. Gibst du, du bist bloß zu faul, die Zwiebeln zu schälen. Genau. Außerdem schmecken die nachher viel besser. Schön karamellisiert. Ah, jetzt kommen endlich die Frühlingszwiebeln drauf. Gemüse. Und die Kohlrabi. Oder der Kohlrabi. Sieht schon richtig geil aus. So richtig Pommes-mäßig. So, Leute. Da liegt schon mal das Fleisch. Und da klaue ich mir jetzt einfach mal so. Jetzt hätte ich fast schon wieder Zucchini gesagt. So ein Kohlrabi-Stück. Und das probiere ich jetzt ganz einfach mal. Zucchini liegen doch noch da hinten. Und jetzt habe ich mal wieder keine Verbindung zu meinem Display. Ne? Naja, egal, filme halt ohne. Wird schon funktionieren, dass ich drauf bin. Hm, hervorragend weich.
Leichten Biss? Oder komplett durch? Leichten Biss? Ja. Oh. Mm. Von diesen Seiten noch. Geil. Also Kohlrabi gestiftet auf der Feuerplatte. Geilomat. Ja, Geilomat. Können wir wieder sagen, es ist ja der Vorabend zum Lunser-Seminar. Oder, Björn? Ja, sicher. Lunsern 5.0. Platte ordentlich nachgeölt und dann kann das Barwett endlich drauf. Mann, Björn, bitte? Ich hab Hunger. Ja, kommt jetzt. Mach hinne. Schneller, schneller. Hetz mich nicht. Ich hoffe, dass das Bild nicht verflimmert ist, wegen der LED-Beleuchtung. Daheim habe ich ja mit der kleinen Cam da ein bisschen ein Problem. Naja, man wird sehen. Oder ich werde sehen, wenn ich dann daheim das Video bearbeite. Ah, Zucchini. Und, wie schaut's aus? Lässt sie lösen? Jawohl, so muss das. Tja, und die Jugend schaut natürlich auch wieder zu, wie das alles funktioniert. Ich glaube, da kriegt man mal zwei gute Nachwuchsgriller, oder Björn? Das glaube ich auch. So Leute, also das Barwett, kann man sehen, ja hier, lassen wir jetzt so weit noch gar ziehen, ziehen wir nach außen, wird nach Gefühl gemacht, oder? Wie machst du das? Wie immer nach Gefühl, ne? Gut, wunderbar. Und Zucchini sind auch gleich fertig und wir sehen uns dann das nächste Mal beim Probierale. Ganz genau. Der obligatorische Mittelschnitt. Wie hat er es getroffen? Super. Ja, definitiv. Super. Das sieht doch mal richtig gut aus. Ja, dann schneid's mal richtig schön auf. So Leute, ich habe mir mein Tellerchen soweit angerichtet. Ja, sehr gemüselastig, aber ist ja auch kein Wunder. Morgen werden wir genügend Fleisch haben bei der Grillshow, so dass ich heute halt etwas mehr Gemüse habe. Gut, dann werde ich mal jetzt einen Happen zurechtschnibbeln und ein Probiererchen machen. So Freunde, dann fangen wir mal an gleich mit einem Stückchen Fleisch. Barwett war das, gell? Genau. Von? My Steak Shop. Ganz genau. Mm. Einwandfrei. Oh, einwandfrei. Ja. Einfach nur so krass. Zucchini ebenso. Schmeckt einfach nur so krass, sagt der Junior. Krass ist es. Muss ich Ihnen recht geben? Ist wirklich geil. Zwiebel hervorragend. So einfach kann man leckeres Essen zubereiten. Aber jetzt Leute, tun wir hier in Ruhe essen und wir sehen uns dann erst morgen wieder auf dem Lunser Seminar. Also bis dann. Ich mach sogar noch mit. So Leute, nach einer Irrfahrt von 1 Million Abbiegungen und links und rechts und hin und her sind wir hier endlich am Arsch der Welt angekommen. Ja, laden wir mal den Mangalgrill aus und gehen wir mal vor und gucken, was abgeht. Ja, und die Opelfahrt habe ich gerade noch so überlebt. Und jetzt schon da? Ja, ja. Ja, was ist?
Guck mal, was machst denn du eigentlich hier? Ja, wir sind eineige Zwillinge, ne? Patrick. Ja, er ist der Erstgeborene. Ja, er sieht ein bisschen älter aus. Ja, wir sind ja heute ja beim Johnny, beim Lunser-Seminar. Ja, und ich will heute einen raushauen. Ich hab gehört, du machst Kaffee. Was? Ich mach Kaffee, ja. Draußen sind die schon am Malen. Ich spann die direkt ein, weil wenn du hier schon so viel Geld bezahlst für ein Lunser-Seminar, dann darfst du auch arbeiten. Ist doch so, oder nicht? Alter Mann, geh raus, mach den Kaffee, ich hab Durst. Ja, ich hab auch Kaffeedurst. Ich hab, ja, dann mach mal. Ich hab kalte Füße. Mach hin. Ja, ich mach ja. Das ist ja gut. Hör mal, so kannst du mit deiner Frau reden, aber nicht mit mir. Brauchst du dich nicht. Der mach Gas. Es war gerade sozusagen Teambesprechung da drin und naja, die YouTuber und Blogger sind auf alle Fälle alle schon da. Ja, schauen wir uns gerade mal um, was hier schon so an Gerätschaften rumsteht. Das machen wir jetzt ganz einfach. Wollt ihr mal riechen? Ah, da rieche ich mal. So genau, kubanische Blechhaar. Zwei Schweine gibt es heute. Mhm. Kitzel, bist du schon am Aufnehmen? Natürlich. Ja, wer machst du heute nicht? Ne? Jetzt glaube ich dir, dass du so ein fauler Sack bist. Ja, eben. Ja, hier wird das Schwein schon vorbereitet. Johnny, mit was habt ihr das jetzt gewürzt? Ach, den Professor Taste. Ja. Den Professor, wo ist der? Da ist er. Sprich, erzähl. Was denn? Mit was hast du denn die Sau gewürzt? Also, das Video habe ich schon mal mit dem Grill-Junkie zusammen, mit dem Beef-Buddy zusammen gemacht. Und zwar, das ist unser Lechon Cubano. Das heißt, das ist eine kubanische Marinade aus frischem Orangensaft, Kreuzkümmel, dann natürlich dem Barbecue-Rub von der Grillshow und dann kommt noch ein bisschen Kreuzkümmel dran. Und da haben wir das jetzt über 24 Stunden drin mariniert. Gut. Und was wir jetzt machen, ist Salz drauf, damit die Haut so ein bisschen weicher wird und gleich schön aufpoppt. Wunderbar, das Salz wunderbar. War schon und von innen ist die halt super jetzt, oder haben wir versucht, die schön zu marinieren. Gut, danke schön. Da kippen wir dann gleich einfach dazu. Richtig, Druck. Und die geben wir hinterher nochmal, was wir abgegossen haben, die kleben wir hinterher nochmal drauf. Und dann sollte das passen. Aber du kannst ja, leider gibt es noch kein Großfernsehen, du kannst ja mal riechen und kannst deinen Zuschauern ja sagen, was riecht. Hey Dirk, du hättest dir vielleicht doch den großen kaufen sollen. Hä? Ja, aber die Sophie hat mir nur den kleinen angeboten. Das ist auf einmal die Sophie. Ja, logisch. Die Frauen sagen ja auch immer, dass die Männer alles schuld sind. Bei mir sind dann die Frauen alles schuld. Alles klar. Ja. So, ich halte jetzt hier. Sophie, hast du das gehört? Das ist doch ein frecher Hund, oder? Jo, da wird Dirk seinen Kaffee verteilt. Ehrlich? Ja. Schmeckt er? Hervorragend. Aus meiner eigenen Tasse. Jo, du machst das richtig gut. Weißt du, man kann dich echt gebrauchen. Ist schon wieder leer? Da kommt noch was raus. Press mir auch noch mal rein. Nicht so viel, mach dem da noch was rein. Da. Ist ja jetzt schon ein bisschen verdampft. Ich glaube, mehr kommt nicht. Mann. Also Leute, ich hoffe, dass ich immer halbwegs alles wirklich drauf habe, weil ich lasse das Display definitiv im Auto flacken. So ist einfach einfacher. Ja, und ob die Speicherkarte ausreicht heute, keine Ahnung. Damit können wir das Schwein noch aufploppen lassen. Super. Oh, ja, dir kenne ich schon mal angezogen. Ja, Junge, jedes Schwein ja, muss erst mal die Borsten abgebrannt kriegen. Mach doch mal, nochmal. Ja, funktioniert. Ja, ja. So gut, ja, heiß. Ja, super, geil. Super. Ja, top. Thorsten, da ist doch noch gar nichts drin. Ja, aber schön, das Feuer sieht so schön aus. Deswegen habe ich mal reingeguckt, so ein schönes Flammenbild, ne? Ja, was willst du machen? Dann kannst du Kaffee malen. Ja, das ist super. Ja, aber das kenne ich.
Ja? Bei meiner Oma gesehen. Also, ja. Wiederhol das ganz einfach nochmal. Also, ich hoffe, der Micha hat das eingehend gefilmt. Diese neue rot-weiße Applikation auf dem T-Shirt, auf dem Sweatshirt oder auf dem Hoodie von Heinun, die macht sich richtig gut. Also, finde ich auch. Da muss der Heinun echt mal überlegen, ob er das nicht in Serie produziert, das Ding. Das ist richtig geil. Also, so. Ist hier eigentlich kalt? Ja. Jetzt, wo es so schneit. Schneit das? Guck mal. Oh nein. Oh. Ich krieg was geschenkt. Das ist bestimmt mal ganz gemeines. Ja, da kann doch was ganz gemeines drin sein. Ja, dann mach mal auf. Ja, das kannst du schenken hier. Danke. Kann man nochmal wiederverwenden. Ey, das jetzt schneit, ist doch nicht normal, oder? Winterlunser Seminar 2.0. Wie mein Enkelkind. Oh nein. Ein Überzieherle für alte Menschen. Ja, ist so. Ey, ich habe es gesagt, ja. Schönes. Ich ziehe die Mütze an. Hast du auch XXL gemacht? Du weißt, ich habe unheimlich viel Gehirn. Die Stretch. Ah ja, jetzt geht's. Steht dir gut. Steht mir gut, ne? Ja, oh. Ich hab gewusst, dass das zu kalt hier ist. Ja? Kannst du das verbrennen? Das kannst du verbrennen, ja. Ja, meine Schwiegermutter, die hat das immer genommen, hat das gebügelt. Nee, das ist ja so zerrissen, das kannst du dann jetzt verbrennen. Ja. So Leute, der Dirk ist mal wieder ganz gemein. Ja, wir sind ganz gemein. Ja. Nein, wir sind nicht gemein. Wir sind im stillen Kämmerlein. Nimmt ihr das auch richtig auf? Ich ja, hoffe ich doch. Licht, ja? Ich weiß es nicht. Ja, gleich. Wir werden sehen. Also ich bin Professor Waste, das Original. Ja, ich bin Professor Paste, das Und Original. Und ich bin Professor, keine Ahnung. Faced, ja. Das Original. Ja, und der Typ da draußen, das ist nämlich nur eine billige Imitation. Ja, eine Kopie. Ja, okay. Ja, eine billige Kopie. Und das werden wir heute mal lüften, das Geheimnis. Genau. So, komm jetzt. Was? Super. Sascha, wo bist du? Wir warten hier auf dich. Du kommst hier auf den Scheiterhaufen, weil du nicht da bist. Zünden, mein Freund. Bis bald. Ah! Nico, der Brandmeister, komm! Soll ich noch irgendwen beleidigen? Irgendwann hin. Matthias, du Schwein! Wo bist du, Penner? Hier ist das Lunser-Seminar! Warum bist du nicht hier? Ja! Hier geht's wieder zu. Schä. Komplett werdet ihr das Video hier sowieso wieder von der Grillschau noch anschauen können. Und. Also es wird heftig. Johnny wird gerade vorbereitet. Oh, hier ist noch einer. Ganz unten. Knie nieder vor Johnny. Knie nieder. Gibt's hier was? Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Da gehen beide. Ja? Kannst du mal eben einen Knopf hier reinkriegen? Ja, okay. Einen hier? Ja, geht schon. Okay, haben wir zusammen anzünden, oder? Ja, los. So, herzlich willkommen zum. Welches ist es? Das fünfte oder was? Fünfte. Okay. Ja, mehr gibt's denn eigentlich? Wer ist denn der Typ? Den kenne ich gar nicht. Mel Gibson ist das. Das ist Mel Gibson? Okay. Und jung. Okay, hör los. Herzlichen Glückwunsch zum Lunser-Seminar Nummer 5. Zünden wir da Feuer an dir, würde ich sagen, oder? Hier mit Mel Gibson zusammen. Gas! Ja! Zünden! 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 Der hat nicht so viel Power hier, aber der hier. Dann viel Spaß, Freunde. Geilomat 5000. Komm mal ran. Ja! Ja! Ja,
definitiv lauter Verrückte hier. Dirk, wer hat jetzt gepetzt? Wer hat gepetzt? Keiner hat gepetzt. Nee, du hast nichts hinten draufkleben. Die verarschen dich bloß. Ja, genau. Ja, das ist schon unmöglich. Als wenn du nicht schon genug Abonnenten hast. Geiler, du. Nicht frech werden hier, ich hab's gehört. Ja, ich glaube, mittlerweile geht es hier doch schon ein bisschen ab. Schauen wir mal. Kannst du reinlangen. Hi. Wer nicht alles anfassen kann, kann auch nicht fliegen. Ne? Das stimmt. Ja, was? Rübst du rein? Entschuldigung, kann ich nichts dran tun. Das schneide ich nicht raus. Das hat der garantiert nicht. Pass mal auf, ich habe nur eine Hand. Hier? Ich möchte jetzt gern das Fett erhitzen. Willst du das schon mal hier reinpacken? Läuft denn das wieder jetzt? Dann pack das mal hier rein. Was wird das? Wir machen original belgische Pommes frites aus original Rinderfett. Das habe ich extra kommen lassen. Ah, die, was du auch auf Grillen mit Freunden machst? Genau die. Ja. Belgische Pommes frites. Und jetzt haben wir schon das Problem. Wir müssen erstmal das Fett hier rausholen. Ich besorge Werkzeug. Also Leute, da haben wir dann schon mal einen Einblick, was es auf GMF, Grillen mit Freunden, geben wird. Hier, setze mich. Hey, Junkie. Gleich. Das einer nach dem anderen. Das ist der Pommes. Das ist der Pommes-Schneider. Das haben wir schon in deinem Video gesehen. Gib das mal was für mein Oh yeah, ich muss jetzt Auto fahren, da kann ich mitmachen. So, und nochmal schöne Grüße von den Hümmling-Grillern. Wow! Jo! Nimm dir einen! Ballert's euch mal! Ganz genau! Gesundheit! Ja, und der Professor, der es bestellt hat, der kriegt keinen Grillschein. Die hat er weggenommen. Schee! Ja, Professor Doktor! Mit dem Mecher trinke ich aus einem, das machen wir voll! Leute, ich sag's euch, der Dirk wird mir immer sympathischer! Hier wird fleißig gearbeitet. Ja. So, und diese Pommes frites, ja, die müssen jetzt noch einmal kurz mit Wasser abgespült werden. So, na, da bin ich doch gleich dabei hier. Und guck, ob die auch gut ist. Ich war früher mal bei Pizzagewürz? Jawohl! Oh ja, mach einfach Achtung. Ich bin mittlerweile auch an der gegangen, weil ich den Puppen einmal verletzt habe. Sag mal, guck mal, zusammen. Ab in Hals! Leute, irgendwas muss man ja frühstücken. Nein, beim Björn hat es heute schon Frühstück gegeben. Pizza ist halt einfach nur geil. Wenn man mal in Ruhe Pizza essen kann, dann kommt der Dirk schon wieder an und schreit einen voll. Ja, ziehen wir uns mal um hier, um Professor zu ärgern. Also, wer solche Freunde wie der Dirk hat, der braucht keine Feinde. Hey Dolf, Fabi kennt das Spiel nicht mal. Fabi? Ich bin der Gemüsemann. Der Verlierer muss aufstehen, der Gewinner bleibt. Du kannst es doch eh nicht. Aber was ist mit den Dingern? Einmal Reset. Der alte Fummler da. Also da hinten ist schon... Ja, ich glaube, da laufe ich jetzt ganz einfach mal dazu. Sag mal...
Ich hab Burger aufgeholt. Ostewitt. Ostewitt heißt Rinderfett. Dann habe ich bestellt. So, und da kommen die jetzt rein zum Vorlauf hier. Würdest du mir das einmal so ein bisschen rausholen? Ich hole ihn dir raus. Das ist fantastisch. Ich hoffe, es wird keiner. Noch hat das nicht gemerkt. Und dann lass du den reinfahren. Langsam. Traum. Gut. Ja, sehr gut. Das machst du sehr gut. Ja, was hast du denn für eine Temperatur genommen? Also, ganz wichtig. 100, also, wir haben natürlich 155 Grad. 155 Grad? Ja, zum Vorblaschieren. Also, jetzt, mein Junge, ja, wenn das nicht... Was ist das denn da? Ich bin das Original? Was? Ja. Das ist das Original. Das ist das Original? Ich bin das Original. Wir sind das Original. Wir sind das Original. Wer ist die Fälschung? Die Kopie, die billige Kopie. Ja. Total billig. Für 155 Grad hast du gesagt? Ja, zum Vorblaschieren. Leider seht ihr das in den anderen Videos, insbesondere 114. Von der Grillshow. 114. Entweder ist dein Gerät oder Bettina, weil es im Bett geschah. Ja. Das muss die Annabelle sein. Ja, dann nimm mir die Bettina, als nächstes die Bettina. Die sieht immer auch irgendwie ja. Bettina heißt nicht, ist festgekommen. Also, weil es im Bett geschah. Wir bei jedem da? Wollen ja Mehlig kochen, Tag. Ja. Seht ihr das dann komplett? So! Ich muss zurückkommen an den Tisch. Bei jedem muss ich auch dazu geben. Jelly! Jelly! Was machst du hier? Das da. Ja, was? Komm mal mit. Komm mal mit. Komm mal mit. Damit deine Zuschauer das auch nachmachen können, habe ich hier extra einen QR-Code generiert. Das war echt eine Schweinearbeit, das zu zeichnen. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Das ist Minecraft für Barbecue-Leute. Punkt, Punkt für Punkt. Ja, wir machen Country-Style-Ribs. Die habe ich bei, auf meinem Zweitkanal habe ich die mal gemacht, Indoor, auf Onkel Jellys Kochstudio. Hat da schon jeder abonniert, glaube ich. Und das ist eigentlich ein Rezept, was entstanden ist durch die Reste, wenn man Spare-Ribs macht. Wenn man die zuschneidet, eben St. Louis-Style-Cut. Okay. Oder, und alles, was überbleibt, schmeißt der Deutsche gewöhnlich weg, aber der Barbecue-Freund nicht. Der benutzt es weiter. Und wir machen das jetzt, die Abschnitte, die simulieren wir durch dicke Rippe, die wir in Stücke schneiden, garen die in einer selbstgekochten Barbecue-Soße, die wir jetzt gleich kochen. Und sind die Zwiebeln auch drin und dann kommen die hinterher so nach ungefähr 2 Stunden, denke ich, dauert. Okay. Kommen die auf den Teller und dann hoffe ich, dass es jedem schmeckt. Gut. Na, da hoffen wir doch mal, dass wir das nachher nicht verpassen aufzunehmen, wenn wir da probieren können. Ja, das stimmt. Oh yeah, Bacon-Saft gibt Manneskraft. Wenn ich der alte Mann noch nicht verraten hat hier. Was denn? Der hat sogar hier extra kleine Löchlein reingemacht, dass er seinen Topf da ganz passgenau hinstellen kann. Ja, kannst du gerne sehen. Heb mal leicht an. Hier extra, komm ich mal Werbung für Petromax, ne? Für den FT12 sind die drei. Ja, und da das ja ein Universalgerät ist, Barbecue Toro. Ja, und trotzdem funktioniert das. Wunderbar. Ja, ich muss nur immer ein bisschen gucken. Weil, guck mal, dann steht das fest. Bringst du den zu grillen mit Freunden mit? Bitte? Ob du den zu grillen mit Freunden mitbringst? Bitte? Was hast du gesagt? Ob du den zu grillen mit Freunden mitbringst? Warum sagt ihr denn alles dreimal? Das hört er mit Absicht nicht, der Sack. Weil der weiß es noch nicht, ob er da vielleicht Zeit hat. Vielleicht hört er auch nicht gut. Ja. Nein. Das macht es alter aus. Ja, ja. Ich hab so, Freunde, hier haben wir jetzt die belgischen Pommes. Ich habe hier 3 verschiedene Soßen vom Professor noch mit. Die erste. Das ist die Bahama. Die zweite. Das ist die Fat Pussy. Und die hier. Das ist die The Almighty. Okay. Und ich würde mal sagen, ich probiere jetzt. Und ja. Das wird es auch auf Grillen mit Freunden geben. Ja, auf jeden Fall. Ich muss einfach noch Werbung dafür Total. Machen. Total. Und wer nicht kommt, ist selbst schuld, weil 3 Tage für das super Angebot und da nicht kommt, der ist selbst schuld. Mehr geht nicht. Darf ich mir auch eine nehmen? Natürlich. Oder fragt, ich frage schon gar nicht mehr. Du bist ja der Stalker. Herrlich. Dr. T, ich darf mal kurz fragen. Mm. Weiß nicht, welches mein Bier war. Soße, lecker. Pizza. Pizza. Oh, ganz genau, musst du sagen. Ja, und? Wow. Ah, ist es heiß? Das freut mich. Und?
ganz. So, dich haben sie fürs Gemüse abgestellt. Genau, ich bin jetzt der neue Gemüsemann. Ja, aber das ist heißer. Ja, okay. Retten wir mal den Pott. Ja. Warum spießt du das jetzt auf und schmeißt doch nicht einfach so hin? Aber ich krieg das da so nicht rein. Sieht schön aus. Da muss ich alles einsehen. Ja. Warum, warte, ich mach das warum mal schmeißt du das Steak auf den Grill? Warum schmeißt ich nicht in der Pfanne? Ja. 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 Weil die Küche meiner Frau gehört. Was? Weil die Küche meiner Frau gehört. Ja. Ja. Richtig. Aber immer nur so lange, bis es dann spülen geht. Was machst du hier? Das ist meine Küche. Was denn? Was machst du hier? Vielen Dank. Was denn? Was du hier machst? Das weiß ich noch nicht so richtig. Kabelschaschlik mache ich. Was machst du denn als nächstes rein? Hier, komm hier. Machst du das richtig? Aber ich mich eigentlich mal über. Was machst du eigentlich am ganzen Tag? Dir zuzuschauen. Gibt es jetzt gleich nach diesem Schnitt bei mir. Ja. Nicht hier. Ja. Gerade sagte ich, Dirk ist auserkoren, hier das Probierele zu machen vom Hotdog. Und dann merke ich, dass die Cam gar nicht an ist. Kann passieren. Ist aber super lecker. Ist gut? Ja, besorgt auch mal ein. Unbedingt. Schon wieder essen? Ja. Ja. Spalte! Was wollen die alle von mir? McAllister! Jetzt! Zeig, was du kannst. Bäh. Hast du geübt daheim? Nein! Freu ich nicht! Björn! Dirk arbeiten! Du bist degradiert! Nein, ich bin für Dirk! Sag ich doch, du bist degradiert! Ja, ich glaube, da haut der dann seine Schaschlik am Seil rein. Ja. Es ist wirklich so, schaut alle Videos an, wo es hierzu gibt oder erscheinen werden, weil keiner kann hier überall gleichzeitig sein und alles mitfilmen. Scheiße sein. Aber jetzt kannst du ja eigentlich schon erkennen, warum ich Schaschlik Seile nehme. Ne? Kann man schon da reinfahren. Spieß müsste es jetzt warm biegen. Junge, was hast du denn da gemacht? Feuer! Es brennt! Jetzt mal ganz im Ernst, Junge, ja? Ich will ja nichts sagen. Ne? Ich mag dich. Ja, aber das ist zu viel. Jetzt kommt das Aber. Ja? Wenn du schnell Temperatur haben willst, dann mach lieber mehrere kleine Stücke. Hat er hier Engerle. Was machst du? Ja, das ist aber Tannenholz. Ja, das brennt ja nur. Rucke zucke weg. Ja, hätte ich mal besser Profis den Michael genommen, ne? Gefragt. Ja, der ist, also der Michael, ne? Kann hacken, ne? Der kann hacken. Ja. So. Ja, wann kommst du drauf? Ja. Nee, der kommt nicht drauf. Oh, möchtest du Alufolie filmen? Ja, das, was der Jelly da drin hat, in der Alufolie. Ich bin ja das Alien. Bei uns grillt man gerne Alufolien-Briketts. Das schmeckt total lecker. Vor allen Dingen, wenn die nach dem Grillen noch einmal über die Rost gezogen wird. Ich schaue immer dir in die Augen, nicht in die Kamera. Aber Alufolie ist das Ding, Leute. So ein Hammel. Ja, das zum Beispiel. Das ist kein Hammel, der lügt, der erzählt nur Mist. Erster Hammel. Also, das zum Beispiel seht ihr bei der Grillshow im Video, was da in der Alufolie verpackt ist. 2 Stunden noch. Haltet durch! Wo brennt's denn, Junge? Leute, aber das Wetter, ich sag's euch, das Wetter ist echt scheiße! Egal. Wir haben trotzdem jede Menge Spaß. Oh, da schauen wir uns doch gleich mal das Schweindl an. Ja, ja, wen haben wir denn da? Mundharmonika raus. Ganz genau. Sofort. Moment. Oh, falsch. Moment. Hier ist sie. Ja! Da.
kannst dann. Du brauchst nicht immer diese 30. Ja, es Grad wird. Du kannst aus diesem Abschnitt kannst du rausnehmen. Ich hoffe bei den Lichtverhältnissen, dass man was sieht. Ja, der Gemüsefred ist auch wieder da am Arbeiten. Jetzt wissen wir Bescheid. Dirk! Eine Grillzange! Wieso schmeißt du das Fleisch hier weg? Was war das? Was denn? Um Gottes Willen! Die scheiß Zange geht nicht auf! So! Emma, ich hab hinten doch nichts mehr! Das ist nicht gut, aber das ist gefährlich hier. Ja. Das geht! Ey, das geht geil! Der Dirk wieder! Ja? Hardcore! Im Schnee? Wo? Ey, jetzt ohne Scheiß. Jilly, hältst du drauf? Guck dir mal diese Röstaromen an, ja? Ich habe mir jetzt auch noch so einen Hotdog geschnappt. Angeknabbert habe ich ihn schon. Und ich muss sagen, Würstchen, ein Brötchen und Zwiebelgemüse, einwandfrei. Mehr brauchen wir gar keine Soße drauf. Geil. Dirk, was hast du da in der Hand? Ah. Und du stehst hier so nutzlos rum? Heb doch mal den Deckel an. Ja. Ja, ich glaube, der Dirk macht sein Süßchen. Dankeschön. Auf dem Feuer direkt angebrutzelt haut der Dirk. Ja, wieder in Topfnei. Oder endlich in Topfnei. Ja, endlich. Weil die anderen hat er ja wieder noch rausgenommen. Ich muss noch ein bisschen Soße nachmachen. Reicht noch nicht. Ist aber nicht so schlimm. Das kann ich hinterher noch reinkippen. Sieht er ihm das schon? Ja, dann mach mal. Gibt es dazu bei dir auf dem Kanal ein Video? Ja. Welches? Kabelschaschlik von der Nackenaktion der Barbecue-Freunde. Okay. Ja, habe ich da natürlich nur mit Nacken gemacht. Ne? Und ich muss noch ein bisschen Soße nachmachen, aber kann ich gleich immer noch einkippen. Und wichtig ist, dass das jetzt erstmal drauf ist, weil sonst werde ich nie fertig. Das macht gar nichts. Dass du nie fertig wirst, das wissen wir ja. Und ich weiß ja, dass du das bist. Ja, so. Dirk ist mal wieder an seinem Gulasch. Eindeutig Gulasch. Weißt du, Michael, der läuft nicht so gut. Nein, an seinem Schaschlik ist er zugange. Und hier drüben erzählt der Professor von seinem, was weiß ich, Nationalgericht. Professor, ja. Was für ein Nationalgericht? Philipp, kommst du mit? Wir drehen gerade das Grußvideo. Nochmal Hände waschen. Jörg, mit Deckelheber wäre das einfacher gegangen. Ich habe meinen Deckelheber verschenkt. Wedel. An Neighborhood Barbecue. Ja, die waren in ihrem Video mit der Zange dran. Da habe ich schon ein gutes Herz gehabt und habe meinen verschenkt, weil ich drei Stück habe. Ja, und was habe ich gemacht? Ich habe den zu Hause liegen lassen, ey. Mein Gott. Habt ihr doch einen aus Holz? Ich kann ja kurz auf Videomat 5000 stellen. Ja, genau, na, hallo Ela und Anna, ganz genau. Wir sind deine Boys, zünden! Ja, 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 wir haben Spaß ohne Ende. Also, nächstes Mal schickst du die Jungs wieder hier. Ganz genau. Ja! Ja, Du schon wieder am Futtern? Immer. Aber nur Trockenbrot. Mehr gibt es ja hier nicht. Wir geben ja alles für die Leute. Der hat nicht mehr verdient.
Ja. Manchmal. Ja, eine Axt habe ich. Die liegt einer. Hör mal. Was wird das hier Feines? Letzte Verwertung. Resteverwertung? Letzte Verwertung. Und was? Schaschlik. Komm mal, hör mal. Hey, nun. Ah. Und von der Pizza. Nee, hast du Zwiebeln und. Nee, ich hab nur die Dinge. Oh. Ich hab der Botschaft gedankt und jetzt frittieren wir Zwiebeln für das Ploff und wir sehen außer Nebel gar nichts. Aber es ist kein Nebel des Schreckens, sondern ein Nebel des Genusses. Und wir frittieren gerade Zwiebeln für das Ploff. Ich glaube. Das ist nicht heiß genug. Ich check mal, ob das heiß genug ist. Bitte. Ich brauche noch 5 Grad ungefähr. Alles klar, dann legen wir noch nach. Herr Kapellmeister, das liegt hier an dem Sauerstoffgehalt. Heizen Sie nach. Das sieht schön aus. Was macht denn das Oinki? Sieht's gut aus? Aber ihr seid traumhaft, schon im Einsatz. Traumhaft. Oh, da muss man 5. Der hässlichste der ganzen Truppe. Das ist wunderschön. Das kaufe ich auch, oder was? Und? Du hast doch gar keinen Auftrag hier heute. Doch, ich halte den Löffel hier. Den Chef. Kochlöffel. Damit dirigiere ich euch. Hey, Junkie, guck dir das an. Hügi! Haben wir schon. Hast du schon? Dann hast du es gut gemacht. Dafür bekommst du Belohnung hier. Ich schlage dich zum. Au! Zum Ritter, ja. Ja, nix hier, schnell und lecker. Halt! Jetzt war es doch gerade offen. Wir machen low and slow. Was willst du denn das hier? Das war doch gerade offen. Alter, 2, 3 Kameras. Ja? Wo soll ich die jetzt hin? Mach jetzt nochmal auf. Ich will jetzt auch reinlunzen. Hier ist gar keine Temperatur mehr. Letzte Chance. Alle YouTuber. Du musst die Folie aber auch aufmachen. Die was? Die Folie. Ja, mach ich. Mach ich. Aber nur für dich. Ja. Wir können das auch nochmal durchtauschen. Das machen wir jetzt auch. Wo sind die Grillhandschuhe? Also riechen tut es ja sehr lecker. Ja. Oder ist es ein Schweinerle im Hintergrund? Nein, ich glaube, das ist hier. Mach endlich auch. Mach hinne. Na los. Ja. Oh. Ah, das ist, hast du noch einen zweiten? Ich brauch's mal. Ich würde die gerne durchtauschen. Macht der da ein Drama? Nein. Furchtbar, Dirk. Guck mal da. Nein. Oh, warte, da kommt bestimmt noch ein zweiter Grillhandschuh. Das dauert. Hör mal, du kannst weiter drin. Ich mach aus. Das ich mir nicht mit angucken. Das dauert ja so, ey, so lange wie bei dir. Deine Videos dauern noch auch 50 Minuten. Zu spät. Minuten. Ich hab schon ausgemacht. Ah, super. Kein zweiter Grillhandschuh. Wir brauchen noch einen Grillhandschuh. Komm. Brauchst du einen Grillhandschuh? Komm. Einen hier rauf. Wie denn? Wie soll ich den denn anfassen? Einen Handschuh? Pass auf, wir machen das so. Warte, geh doch den Griff hoch. Nein, ich hab's. Okay? Das war auch so eine Idee. Ja, toll. Du hast immer Ideen und du musst es machen. So, dann gucken wir mal unten rein. Warte, wir gucken uns erst mal unten rein. Oh, da tut sich was. Da pullubert. Da tut sich was. Oh. Na, ist das was oder ist das was? Ich denke, das wird was. Das wird was. Gut. Oh ja. Bei ich sind sie schon. Oh ja. Die sind kurz vorm Zerfallen. Genau so, wie ich es haben will. Also man muss sie jetzt eigentlich nicht drehen in der Soße. Das mache ich jetzt nur hier für den Grill-Junkie. Damit er Material für seine Videos hat. Böse Zungen würden ja jetzt behaupten, das Zeug ist totgekocht. Ja, ist es. Absolut. Absolut. Ich habe das Schwein zweimal getötet, aber einmal wurde es unter Schmerzen und einmal unter Soße getötet. Ich glaube, es würde gerne wieder das zweite Mal sterben. Oh ja, ich denke, wir werden kein Besteck brauchen, wenn das fertig ist. Was improvisierst du hier? Also das Schöne war, der Dirk und ich hatten gerade ein Interview. Und dann hat er mich gefragt, du bist heute der Gemüsemann. Da habe ich gesagt, nein. Ich bin nur deswegen hier, weil der Gemüsemann nicht gewöhnt ist, ein Riesengerät in der Hand zu halten. Und da sagte der Dirk, da sind die Asiaten sowieso nicht bekannt dafür, ein Riesengerät zu halten. Nein! Doch! Unglaublich. Weil du weißt doch, man nennt mich ja auch in der deutschen Barbecue-Szene das One-Take-Wonder, weil ich ja am Stück durchlabern kann, deswegen. Kannst du auch zu essen, Hans, oder was? Eigentlich brauche ich mir noch das in dem ersten Video? Wir haben 3 Runden. Wie geil ist das denn? Machst du heute auch noch irgendwas Gutes? Ja, ich hab vor, den
Kühlschrankkerne zu verprügeln. Das ist doch gut genug, oder? Aber vielleicht verschone ich ihn auch heute mal, ja. So eine lange Fahrt davor, wenn ich nach Hause. Schläft er noch ein oder so? Ja, unterwegs haben wir ja Zeit. Nicht ohne Bart! Jemand wieder zurück mit der Kamera? Nein, nur Meter zurück. Geh näher ran. Keine Eier. Geh mal wieder zurück. Ich schieße in die Kamera. Wir haben noch mehr davon. Oder? Ich hätte Dinge. Und dürfen wir schon. Nee, halt, stopp! Fleisch! Also, wir sind ja bei der Grillshow. Und bei der Grillshow heißt das Verhältnis. Sättigungsbeilagen zu Fleisch steht im Verhältnis 2 zu 1. Das heißt, auf die 2 Kilo Reis kommen hier schon mal locker 5 Kilo Fleisch. Mindestens. Ja, weil drunter tun wir es nicht. Weil wir sind ja bei der Grillshow und nicht beim Kindergeburtstag. Oder auf ja, Leute, ich heiz den Mangal mittlerweile auch an. Ich hoffe, dass der Motor durchhält. Scheiß Regen. Die Sau wird mittlerweile auch gedreht. War es warm? Ja, war warm. Schön. Man sieht nicht viel, ne? Nee, gar nicht. Ich puste mal. Das gibt's doch nicht. Junge, das ist einfach zu kalt hier. Guck mal hier. Oh. Jetzt mal ganz im Ernst, Michael. Bin ich gut oder bin ich gut? Naja, schauen wir mal, wie es schmeckt. Ja. Gibt's hier wieder mal. Ist das eigentlich Öl oder? Das ist alles Öl. Nur Öl? Öl und die Säfte von Zwiebeln, Möhrchen und Rindfleisch. Okay. Und? Ja. Hau rein. Ihr Lieben, hallo. Na komm, ich bin nur der Einige unter den Dreijenigen. Wer Pluff probieren will, der Pluff ist ab sofort freigegeben. Hey. Fleisch auch noch? Damit, ja. Die Barbara ist da vorne. Fisch raus. Was, Fisch? Ich stecke hier und das hoffe ich von ganzem Herzen, weil ich weiß es auch nicht. Aber lecker. Ich muss jetzt Schaschlik. Ja, zwei Fleischbrocken mehr, bitte. Zwei Fleischbrocken mehr. Das ist ein großer Freispruch. Der geht halt zwei durch. Du Geizkragen, du. Ja, die anderen wollen auch noch mal da haben. Doch. Boah, wie sie alle anstehen hier. Total gierig. So, Leute, dann machen wir mal hier das obligatorische Probiererle. Wahrscheinlich bockheiß wieder. Lange Schlangen beim Professor Tee. Dirk, hier ist es. Sieht gut aus. Richtig lecker. Schmeckt gut? Mhm. Ja, perfekt. Ja, wer ist das? Endlich was zu essen, ne? Also richtig lecker. So, Jessica, und das ist jetzt ein Geheimtipp. Ja, das hat mein guter Kumpel, der Gemüsemann, gemacht. Hey, Micha. Ja, also haut's rein und berichtet. Hast du da deine Finger mit dem Spiel gehabt? Nein. Gut. Und? Und? Interessant. Ne? So, schauen wir mal. So ein kleines Stück Fleisch und ein bisschen, der kriegt gar nichts hier. Das ist doch heute klar. Ja, danke, Dirk. Ja, hier. Heiß ist ein Weiber. Der hat meinen Daumen. Ja, ne, heiß ist ein Weiber. Das war's.
Schalen. Wo sind die Schalen? Oh. Jetzt schauen wir mal, ob das Zeug vom Dirk auch schmeckt. Mit ein bisschen Stochern ist es möglich, das mit einem Löffel zu zerteilen. Naja. Hoffentlich kriegen wir keinen Herpes. Nee, glaube ich nicht. Das ist ja von mir. Ja, eben drum. Ja, komm mal hier vorne. Wir stehen hier. Heiß, aber schmecken tut's gut. Und definitiv. Ja. Dann probieren wir nochmal. Einmal drei. Dirk! Dein Gulasch ist gut geworden. Ja. Boah. Ja. Du filmst alle beim Essen, jetzt wollte ich dich auch mal dabei filmen. Ja, ich habe ja gerade das von High Noon probiert. Sehr gut. Sehr schmackhaft. Mal schauen, was euer Schaffstück gleich kann. Da bin ich auch gespannt. Wir sehen uns gleich bei euch am Stand. Und du musst die Linse mal putzen. Dafür, dass dir ja das beim Rüberlaufen vorher alles am Boden gefallen ist, das ist gar nicht aufgefallen. Ja, ne? Den Sand. aber jetzt mal ganz im Ernst. Wir haben ja, weil das auf dem Dutch Oven nicht so gut geklappt hat, den Hartmann-Braten und Käfling-Style gemacht. Ja, einwandfrei. War wirklich einwandfrei. Also, ja? Sehr lecker. Ja, also ich nehme tatsächlich noch eine zweite Schale. Mach doch. Ja, ich brauche den ganzen Tag noch nichts zu essen, dann würde ich alles essen. Sogar das Essen gleich vom Jelly. Also, warum sieht ihr das nicht? So, Prof, aber jetzt erzähl uns doch mal, wie die überhaupt mariniert sind. Aber selbstverständlich. Und ich filme den Grill-Junkie beim Film, wie er mich filmt. So, also, in dieser Marinade sind 1 Liter Buttermilch, 300 Gramm Zwiebeln, 6 Knoblauchzehen, dann 8 Blätter frische Lorbeerblätter, die ich angedrückt habe, 15 Gramm Pfeffer, 50 Gramm Salz und das war's. Okay, wunderbar. Ganz einfache Kiste, aber viel Zeit, 24 Stunden Marinierzeit und dann wird das was, auch mit dem Partner. Korrekte Sache. So muss das. Jo. Machen wir mal alle hier eine Reaktion. Alle staunen hier. Ja. Oh! 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 Sieht schon mal sehr gut aus hier. Ne? So, greift zu. Nur ein paar Teller und dann geht's los, würde ich sagen, oder? Hier vorne ist so die typische Soße dazu, tapft das Fleisch in die Soße und was ist so schnell. Der sogenannte Mini-Pringel. Der Mini-Pringel. Also, im Video von der Grillshow könnt ihr noch ein schönes Statement sehen. Ein Statement, sehr geil. Statement vom Professor über diese wirklich geilen Schaschlik. Man braucht keine Soße. Und die sind sehr, sehr keine lecker. Soße? Man braucht sehr keine Soße. Gewürz, keine Soße. Die sind sehr, 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 sehr lecker. Da oben hoch. Danke, Jungs. So. Wunderbar. Warte, Dankeschön. Warte, das dürfte für mich. Leute, ich hoffe. Da hinten, ja, man kann es dann sehen in der Dunkelheit, aber der Johnny spielt hier gerade noch ein bisschen. Voll die Gestörten. Schmeckt's denn auch? Na also, ja Leute, das ist übrig geblieben von der zweiten Sau. Reicht ich noch was da rein? Ich
verabschiede mich jetzt fürs Video von der Location hier. Ich hoffe, man kann mich noch halbwegs erkennen in dem Licht, weil ich weiß ja, mit der Cam, wenn es etwas dunkler wird, ist nicht mehr so gut zum Filmen. Okay, Leute, morgen allerdings gibt es dann nochmal ja, so ein kurzes Gequassel und einen Rückblick. Ich weiß es nicht, ich bin da total... So, Leute, ihr kennt mich ja eigentlich nur komplett nüchtern. Es hat sich mit diesem leckeren Kirschbierlikör von der Detmolder Brauerei eingeschenkt von Mr. Professor Dr. Tays. Ja, hat sich das ganz schnell geändert. Der Likör ist einfach nur lecker und ja. Skoll am Holmkoll, ne? Wie die Norweger genau sagen. Was für ein Scheißspruch. Bei norwegischer Verwandtschaft regt sich das Ball drüber auf. Und ihr wisst ja, ich verheimliche nichts bei meinen Videos. Und wenn ihr mal einen leichten Sitzen habt, dann ist es so. Genau. Prost. Skoll am Holmkoll. Ich kann auch nichts dafür, aber das Zeug ist einfach lecker. Und deswegen so, trinke ich die Flasche direkt her. Das war jetzt wirklich die letzte Szene. Ja, das mit einer Morphium-Tablette und einem Bier hinterher. Weil ich muss ja noch fahren. Place or Location war es, genau. Ja, das ist deswegen auch der Mittelwirkung von dem. Und ich weiß, dass es seit heute Abend ein Double gibt. Dirk von Heino und Barbecue hat ein Double. Zeig ihm mal. Ein Double? Ein Double. Du bist. Du bist herzlich willkommen bei Heino und Barbecue Workshop. Mit vier O's. Mit vier O's. Hallo Dirk. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Also, sollten wir noch mal Johnny an den Tisch holen? Ich glaube ja. Nö, der haut mich bloß. Ich hol dir mal. Also, nee, wir haben jede Menge Spaß. Komm, Micha, bitte. Jede Menge Spaß. So, Freunde, ob ich jetzt diese alkoholisierten Szenen ins Video reingeschnitten habe oder nicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber schmecken tut's, Prost. Tja, und jetzt bin ich wirklich raus hier. Morgen dann noch das Gesamtfazit. So, Freunde, ich bin wieder zu Hause. Ich muss sagen, das Wochenende war hervorragend. Ich bin mittlerweile mausi, weil das waren wieder so knapp 5,5 Stunden Fahrt. Aber es hat sich gelohnt. An dieser Stelle nochmal Grüße an McAllister. Du hast jetzt gesehen, was du alles verpasst hast. Ja, der konnte leider nicht mitfahren, krankheitsbedingt. Na, blöd gelaufen. Ja. Aber das Wochenende war echt wieder super. Absolut. Und ja, ich hoffe doch, dass ich wieder mal dabei sein werde. Mehr brauche ich jetzt gar nicht mehr sagen. Ihr habt es ja selber gesehen. Okay, Leute. Ach ja. 4 Red Bull-Dosen haben mir das ganze Wochenende ausgereicht. Für den das noch interessiert. Okay. Jetzt bin ich aber endgültig raus aus diesem Video und naja, schauen wir mal, was das nächste Mal kommt. Ciao.